Sollte euer Trauredner mal nicht können oder auch ausfallen, aus den unterschiedlichen Gründen, wir haben alle Covid jetzt miterlebt und haben gemerkt, wie unberechenbar die Zeit auch sein kann. Ich kann es aus Erfahrung sagen, dann wird sich jemand anders finden, der mit einem ganz, ganz ähnlichen Mindset, mit einem ähnlichen Wertesystem mit euch arbeiten kann. Und natürlich steht immer die Frage, passt es persönlich? Ihr könnt aber davon ausgehen, und das habe ich jetzt selber erlebt, dass wenn ein Paar mit mir gut kann und ich empfehle 2, 3 andere Rednerinnen und Redner von Strauß und Fliege, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr euch auch gut mit denen versteht und dass euch auch die Arbeit von diesen Rednerinnen und Rednern gut gefällt. Weil wir sind dann doch alle mit einem ähnlichen Stil oder auch mit einer ähnlichen Herangehensweise geprägt und wir haben alle einen Nachnamen. Das ist Strauß und Fliege. Und ein Johann ist zwar ein Johann und ein Morten ist ein Morten und eine Martha ist eine Martha und eine Caroline ist eine Caroline. Und dennoch gehen wir in eine Richtung. Also sollte mal euer Lieblings, das was ihr euch im Kopf von dem kreiert, nicht können, vertraut. Es gibt ganz viele von den Lieblingsrednern, die habt ihr vielleicht einfach noch nicht erwischt und noch nicht gesehen.